Freunde, wir müssen über Narzissmus reden. Denn wer sich im Internet über Narzissten schlau macht, der bekommt ein absolutes Feindbild von einem schrecklichen, gefühlskalten Menschen abgeliefert, der seine Opfer kalkuliert fertig macht und missbraucht. Außerdem erfährst du obendrein dann noch 10, 20 oder 30 Warnzeichen, woran du angeblich erkennen kannst, ob du es mit einem Narzissten zu tun hast und dann doch bitte schnell die Biege machst. Aber können wir wirklich jedes schlechte Verhalten Narzissten zuschreiben? Und woran erkennst du wirklich, ob du es mit einem Narzissten zu tun hast? Psychologisch fundierte Antworten darauf gibt es jetzt. Hallihallo und schön, dass du hier bist. Vielleicht kurz ein paar Worte zum Hintergrund dieses Videos. Ich wollte nämlich tatsächlich eigentlich auch ein Video dazu machen, woran man Narzissten erkennt. Doch während der Recherche bin ich auf so viele Artikel gestoßen, in denen mir wirklich das furchtbarste Menschenbild präsentiert wurde, was Narzissten nicht angeblich alles wären, dass sie dich um den Finger wickeln, um dich dann fertig zu machen, Meister der Manipulation wären, nur auf sexuelle Abenteuer aus, man könne sich ihrem Charme nicht entziehen und. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass alle toxischen Verhaltensweisen auf dieser Welt Narzissten zugeschrieben werden und jeder, der sich irgendwie inkorrekt verhält, ja, als Narzisst bezeichnet wird. Als Psychologin gehen mir da natürlich sämtliche Warnleuchten auf, also das blinkt wirklich wie ein Silvesterfeuerwerk, weil, sind wir mal ehrlich, die Welt ist selten so schwarz und weiß. Also habe ich mich dran gemacht, ein bisschen tiefer einzusteigen und zu recherchieren, was ist denn nun wirklich dran? Und das ist tatsächlich gar nicht so leicht, denn wenn wir über Narzissmus reden, können wir ja über ganz verschiedene Dinge reden. Es gibt zum einen da die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die schätzungsweise etwa 0,4 bis 1% der Bevölkerung betrifft. Darum soll es aber heute nicht gehen, denn was diese auszeichnet, die hat natürlich einen speziellen Kriterienkatalog. Das bespreche ich aber in einem anderen Video, was ich schon veröffentlicht habe, was du hier oben finden kannst. Neben der Persönlichkeitsstörung reden wir aber auch noch von der narzisstischen Persönlichkeit. Das heißt, da wird Narzissmus als Persönlichkeitseigenschaft beschrieben. Und da kann jeder Mensch eben mehr oder weniger narzisstisch sein. Und das ist tatsächlich auch ein fließender Übergang bis hin zur Persönlichkeitsstörung. Bis zu einem gewissen Grad kann also das, was wir als narzisstisches Verhalten beschreiben, ein ganz gesundes Streben nach Selbstwert darstellen. Ein Persönlichkeitsstil an sich ist überhaupt nichts Problematisches. Narzissten sind in unserer Gesellschaft oft auch sehr erfolgreich und anerkannt. Und es gehen tatsächlich mit Narzissmus auch einige positive Aspekte einher. Also lasst uns das mal etwas genauer anschauen. Mythos Nummer 1, den ich mal etwas genauer beleuchten möchte, ist diese Vorstellung, dass Narzissten in sich selbst verliebt sind. Und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, beziehungsweise es ist halt meistens einfach ein bisschen differenzierter zu betrachten, als es dargestellt wird. Denn natürlich, Narzissmus wird mit dieser Selbstverliebtheit gleichgesetzt. Das ist ja auch schon der Namensursprung von diesem griechischen Jüngling Narziss, der in sein eigenes Spiegelbild verliebt war. Und ja, Narzissten zeigen ja dieses selbstverliebte Verhalten. Aber der Unterschied zwischen der Laienmeinung und der von Profis ist, dass in Fachkreisen einfach die Einschätzung anerkannt ist, dass im Kern hinter dieser Fassade der Selbstübersteigerung und des Größenwahns eigentlich ein mangelndes Selbstwertgefühl zu finden ist. Soll heißen, Narzissten tun so, als seien sie die Größten und prahlen mit ihren Erfolgen, um ihre Selbstzweifel, Ängste und Minderwertigkeitsgefühle zu überdecken. Das heißt aber eben auch, dass sie empfinden, dass sie präsent sind. Dazu ganz passend bin ich über ein interessantes Ergebnis einer Studie von Emanuel Jauch und Kollegen von der Uni Graz gestoßen. Und zwar haben die 43 Personen im Scanner untersucht, also die Gehirne dieser Personen untersucht, und zwar wie sie unter anderem auch auf Selfies reagieren, also auf Bilder von sich selbst. Und sie haben die Stichprobe geteilt in Menschen mit sehr hohen Narzissmuswerten und Menschen mit niedrigen Narzissmuswerten. Und tatsächlich haben sich Unterschiede gezeigt, nämlich dass die narzisstischeren Menschen anders auf ihre Selfies reagierten als die anderen. Das Interessante ist aber, dass besonders die Areale bei Narzissten aktiv waren, die mit negativen Gefühlsregungen, mit widerstreitenden Emotionen und Informationen über das Selbst einhergehen. Also quasi das Gegenteil von dem, was man vielleicht erwarten würde von Narzissten. Natürlich ist das mit Vorsicht zu genießen, das war ja nur eine Studie, eine kleine Stichprobe etc. pp. Aber es zeigt vielleicht schon, dass sein Selfie zu mögen dich nicht gleich zu einem Narzissten macht, sondern im Gegenteil vielleicht eher über dein Selfie zu prahlen, aber im Hintergrund Selbstzweifel zu haben, schon. Mythos Nummer 2. Narzissten sind selbstbewusst.
Nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Aber auch hier liegt es wieder daran, dass wir Begriffe vielleicht einfach anders verstehen, als sie tatsächlich gemeint sind. Umgangssprachlich verstehen wir unter Selbstbewusstsein so ein selbstsicheres Auftreten. Und das zeigen Narzissten häufig, auch nicht immer. Aber was Selbstbewusstsein tatsächlich meint, ist ein Bewusstsein über sich selbst zu haben. Das heißt, seine eigenen Stärken und Schwächen realistisch einschätzen zu können. Und das ist bei Narzissten genau nicht der Fall. Sie haben eine verzerrte Selbsteinschätzung. Sie überschätzen ihre Fähigkeiten und sie unterschätzen ihre Schwächen. Mythos Nummer 3. Narzissten sind gefühlskalt. Wie gesagt, wenn du dir die Beschreibung im Internet durchliest, dann bekommt man den Eindruck, dass Narzissten diese eiskalten, berechnenden Manipulateure sind. Was richtig ist, Narzissmus geht mit einem Mangel an Empathie einher. Eine Arbeitsgruppe der FU Berlin hat gezeigt, dass Narzissten zwar Emotionen durchaus erkennen können, dass sie sie aber nicht mitfühlen können. Das heißt, die Emotionen anderer lassen sie wirklich unberührt. Und das führt ja dann auch zu den Schwierigkeiten, dass sie sich in andere nicht gut hineinversetzen können. Aber sie selbst können durchaus starke Gefühle empfinden. Sie sind also in keinster Weise gefühlskalt oder gefühlsarm oder blind. Mythos Nummer 4. Narzissten sind immer dominant. Klassischerweise wird in diesen Beschreibungen im Internet immer ein sehr dominantes, großspuriges, aggressives, arrogantes Verhalten beschrieben. Und dieser Teil existiert, der wird von Psychologen grandioser Narzissmus genannt. Daneben existiert aber noch ein vulnerabler Narzissmus. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass die Betroffenen quasi eher angepasst wirken, teilweise sogar selbst unsicher, zurückhaltend, vielleicht sogar depressive Gedanken haben, aber eben auch die gleiche Angst vor Kritik und diese gleiche Anspruchshaltung der grandiosen Narzissten, also diese Selbstbezogenheit und der Mangel an Empathie. Es scheint also auch noch diesen verdeckteren Narzissmus zu geben. Wobei hier auch in Fachkreisen noch heftig diskutiert wird, ob es sich dabei eigentlich um zwei verschiedene Formen von Narzissmus handelt oder ob beide eher quasi offene und verdeckte Anteile von Narzissmus darstellen. Mythos Nummer 5. Narzissten sind Meister der Manipulation. Auch das findest du im Internet zuhauf. Und das kann sein, muss aber nicht. Gut im Manipulieren zu sein, macht dich auf jeden Fall nicht zum Narzissten. Auch hier wieder, der Funke Wahrheit, der dahinter steckt, ist, dass Narzissmus mit Manipulation und Lügen einhergeht. Also tatsächlich, je höher auch die Narzissmuswerte, desto häufiger wird im Alltag gelogen. Aber es ist kein Kriterium, wie gut du darin bist. Also du kannst es mit jemandem zu tun haben, der gut im Manipulieren ist. Du kannst es mit jemandem zu tun haben, dessen Manipulationsversuche einfach total offensichtlich ist und die du ganz leicht durchschauen kannst. Das heißt, nicht jeder Narzisst ist automatisch in der Lage, dich wie eine Marionette zu bespielen. Mythos Nummer 6. Narzissten verletzen absichtlich. Auch hier wieder das klassische Bild, das Laienbild vielleicht von Narzissmus ist, dass Narzissten eben diese eiskalten, berechnenden Menschen sind, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und dabei über Leichen gehen. Und ja, auch hier wieder der wahre Kern. Zum Narzissmus gehört diese Selbstbezogenheit und es gehört der Mangel an Empathie, was dazu führt, dass die Menschen in ihrem Umfeld, durch ihre Taten, durch ihre Bestrebungen verletzt werden können. Das heißt aber nicht, dass immer diese böse Absicht dahinter steht. Ich habe dazu ein Zitat von der Psychotherapeutin Dr. Eleanor Greenberg gefunden. Sie ist unter anderem Expertin für narzisstische Persönlichkeitsstörungen und sie sagt dazu, die Realität ist, dass Narzissten sich oft nicht bewusst sind, welchen Schaden sie anrichten. Sie versuchen einfach nur, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und die Verletzungen, die dann dabei entstehen können, die sind im Grunde eher Kollateralschaden und eben nicht unbedingt das Ziel der Betroffenen. Siebtens, man kann einem Narzissten nicht widerstehen. Auch hier existiert wieder das Bild von diesem charmanten Manipulateur, der Frauen gezielt umgarnt, um sie ins Bett zu kriegen und dann fallen zu lassen und grundsätzlich jede und jeden um den Finger wickeln kann. Und was auch hier wieder dran ist, Studien deuten darauf hin, dass Narzissten tatsächlich auf den ersten Blick attraktiver und anziehender wirken, was neben physischer Attraktivität auch an ihrem Verhalten liegt. Also zum Beispiel daran, dass sie eben oft sehr sozial aufgeschlossen sind, mutig sind, diese gewisse Präsenz haben. Aber hier muss man auch ganz klar zwischen kurzfristiger Wirkung und langfristiger Wirkung unterscheiden. Denn je länger man einen Narzissten kennt, je besser man ihn kennt, desto deutlicher kann man dann auch das dahinterliegende Muster erkennen, dass zum Beispiel halt immer wieder die gleichen Geschichten erzählt wird, dass immer dasselbe Geprahle stattfindet, gleichzeitig vielleicht wenig Interesse für die eigenen
Ziele, Bedürfnisse, Erfolge etc. gezeigt wird. Und das heißt, dann kann man auch hinter die Fassade blicken. Und dieser kurzfristige, erste, positive, gute Eindruck, der zieht sich ja nicht durchs ganze Leben. Und zu guter Letzt vielleicht der wichtigste Punkt Nummer 8 oder Mythos Nummer 8. Narzissten sind böse. Narzissten sind Menschen wie du und ich. Nochmal zur Erinnerung, wir können in jedem Menschen mehr oder weniger narzisstische Züge finden. Ich kann in meinem Umfeld viele narzisstische Züge bei verschiedenen Menschen erkennen. Ich würde keinen dieser Menschen als böse bezeichnen oder ihm schlechte Absichten unterstellen. Und wenn wir hier von der Persönlichkeitsstörung sprechen, dann reden wir von einem Krankheitsbild, was diese Menschen veranlasst, egozentrisch und wenig mitfühlend zu sein. Das heißt aber nicht, dass sie böse Absichten haben und das heißt auch nicht, dass sie nur Böses tun. Man kann seine Großartigkeit, seine Prahlerei und diesen Grandiositätswahn kann man zum Beispiel auch unter Beweis stellen, indem man wohltätige Stiftungen gründet, indem man Millionen von Euro an Krankenhäuser spendet. Du siehst jetzt vielleicht, wie viele Irrtümer und Übertreibungen im Bereich Narzissmus kursieren und wie sehr narzisstische Wesenszüge oder Narzissten eben dämonisiert werden und ihnen immer böse Absichten etc. unterstellt werden. Wie immer ist das Bild einfach differenzierter zu sehen und es gibt positive und negative Aspekte, die damit einhergehen. Positiv ist zum Beispiel zu vermerken, dass Menschen mit höheren Narzissmuswerten durchschnittlich glücklicher, selbstsicherer und kreativer sind, dass sie weniger mit Angst und depressiven Symptomen zu kämpfen haben und dass sie zum Beispiel kurzfristig ja oft auch einen guten ersten Eindruck erwecken, also anziehender und attraktiver wirken. Negativ ist natürlich dieser Grandiositätswahn und die Selbstbezogenheit zu erwähnen, also dass sie sich ständig für die Größten halten, dass sie prahlen, dass sie meinen, sie verdienen die Bewunderung von allen, also alle müssten sie bewundern und wenn sie diese Anerkennung nicht kriegen, dann reagieren sie auch sehr schnell gekränkt. Sie können überhaupt nicht mit Kritik umgehen, weisen die Schuld von sich und sie haben eben auch Probleme, sich in andere Menschen einzufühlen, was dann zu Schwierigkeiten in den Beziehungen führt. Und das ist im Grunde ja auch der Kern der Problematik. Es sind nicht die narzisstischen Züge an sich, die wie gesagt ja häufig dann auch mit mehr Erfolg und hohem Ansehen einhergehen, sondern es ist Beziehungen zu Menschen zu führen, die eben stark narzisstisch sind. Und das gilt für alle Arten von Beziehungen, ob es jetzt ein Arbeitsverhältnis ist, Familienverhältnis oder ein partnerschaftliches Verhältnis. Denn hier kann es bei einer hohen narzisstischen Ausprägung halt einfach dazu kommen, dass der Partner, die Partnerin über die Zeit einen immer geringeren Selbstwert entwickelt, dass die Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden und dass auch Versuche, das zu verbessern, oft daran scheitern, dass Narzissten ja keine Krankheitseinsicht haben oder keine Einsicht darin, dass sie auch etwas falsch machen könnten. In ihren Augen sind sie ja perfekt. Und insofern, das führt dann zu Problemen oder das kann zu Problemen führen. Als Faustregel kann man also festhalten, je narzisstischer eine Person ist, desto schwieriger wird der Umgang mit ihr und desto ungesünder kann die Beziehung dann werden. Das heißt, zum einen kommt es immer auf die Ausprägung an. Und wie gesagt, das ist hier ein Spektrum, ne? Zum anderen kommt es auch darauf an, wo du stehst. Also eine Beziehung zwischen zwei Narzissten könnte durchaus funktionieren. Es kann auch eine Beziehung funktionieren zwischen einem Narzissten und jemandem, der einen geringen Selbstwert hat, weil die Person mit dem geringen Selbstwert sich durch den tollen Partner vielleicht aufgewertet fühlt, weil die Person sich vielleicht sowieso nicht wohlfühlt, eigene Entscheidungen zu treffen, das lieber gerne alles dem Partner überlässt. Und der wiederum kann sich in der Bewunderung seiner Partnerin, seines Partners sonnen und glänzen und fühlt sich dann in dieser Konstellation auch sehr wohl. Wie immer gilt, die Grenze ist natürlich da erreicht, wo Wohlbefinden, Gesundheit und Selbstwert leiden. Also es kommt natürlich auch darauf an, ob diese Person sonst ein freundlicher, gutmütiger, respektvoller Mensch ist oder eben nicht. Wenn es dir also fortlaufend nicht gut geht in der Beziehung, wenn du anfängst an dir selbst zu zweifeln, dich selbst völlig zu verlieren, deine Bedürfnisse die ganze Zeit nicht befriedigt werden, du eben, ja, dein Selbstwertgefühl auch darunter leidet, dann ist es immer besser, diese Beziehung zu beenden. Das kann dir aber mit einem Narzissten oder einem narzisstischen Menschen, narzisstischeren Menschen, genauso passieren wie mit zigtausend anderen Partnern, die überhaupt keine Narzissten sein müssen, sondern vielleicht einfach ein toxisches Rollenbild haben oder selbst einen geringen Selbstwert haben und dich deswegen fertig machen, obwohl sie überhaupt keinen Größenwahn und keinen Mangel an Empathie zeigen.
Und falls du dich zum Abschluss jetzt noch fragst, woran erkenne ich denn nun wirklich einen Narzissten, weil sie müssen ja nicht unbedingt Charmeure und Meister der Manipulation sein. Psychologen nutzen in der Regel dazu ein Inventar von 40 Fragen, um eine narzisstische Persönlichkeit zu diagnostizieren. Ich habe so einen Fragebogen gefunden, der ist kostenlos. Du kannst ihn, glaube ich, auch anonym durchführen. Ich verlinke ihn dir unten in der Infobox. Kannst du ja gerne mal selbst testen, wie narzisstisch du bist oder eben auch deinen Liebsten schicken. Interessanterweise kann sogar schon eine einzige Frage helfen, Narzissten zu erkennen. Und zwar die Frage, inwieweit stimmst du der Aussage zu, ich bin ein Narzisst? Darauf deuten tatsächlich mehrere Studien hin, denn je narzisstischer eine Person ist, desto eher wird sie der Aussage zustimmen. Denn sie schämt sich ja nicht für ihren Narzissmus. Sie hält diesen ja für eine tolle Eigenschaft. Sie hält sich ja für eine tolle Person. Und deswegen wird sie diese Aussage eher bejahen. Natürlich ist das kein differenzierter Test und wahrscheinlich wird auch eher eine Person eben am äußeren Ende dieses Narzissmus-Spektrums dem zustimmen, als jetzt vielleicht ja, Menschen mit einem geringeren Alltagsnarzissmus. Aber trotzdem ja vielleicht mal ganz interessant, dein Gegenüber zu fragen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und war hilfreich für dich. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Hier unten hast du die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren. Und jetzt möchte ich natürlich noch von dir wissen, ja, mit welchen Aspekten stimmst du nicht überein? Kennst du weitere Mythen? Hast du andere Erfahrungswerte gemacht? Was sind für dich die Merkmale, um einen Narzissten zu erkennen? Schreib es mir alles in die Kommentare, dass wir vielleicht ein bisschen ein differenzierteres Bild von Narzissten bekommen. Und ansonsten freue ich mich, dich nächsten Sonntag hier wieder zu sehen. Abonnier gerne meinen Kanal für vielen kostenlosen Content dieser Art und wir sehen uns.